Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lissy und heute habe ich ein paar Tipps für eine Bewerbungsmappe für einen künstlerischen Studiengang für euch. Vorab sei gesagt, für jeden Studiengang gibt es natürlich unterschiedliche Vorgaben und deswegen hier geht es eher so um freie Kunst und freie Kunst-Lehramtsbewerbung. Auch an jeder Hochschule sind die Vorgaben anders, also haltet euch einfach an das, was auf deren Webseiten steht und schaut auch hin und wieder mal nach, weil ab und zu ändert sich da mal was. Also sind alle meine Angaben ohne Gewähr. Wenn wir schon bei Vorgaben sind, bleiben wir doch einfach gleich dabei. Die lohnt es sich nämlich auf jeden Fall einzuhalten, weil sonst wird eure Mappe halt einfach nicht angeguckt und nicht angenommen. Ihr werdet dann wahrscheinlich Vorgaben bekommen, was die Höhe, Länge und Breite eurer Mappe angeht. Solche Mappen gibt es dann entweder online zu kaufen, manchmal, wenn man Glück hat, in Kunstshops, aber eher unwahrscheinlich. Und wenn es ganz low budget sein soll, bastelt man die halt einfach selbst. Habe ich auch schon gesehen, aus Pappe und wurde auch angenommen. Bei mir war das, glaube ich, eine A1-Mappe. Zusätzlich zu den Größenvorgaben wird dann noch eine Angabe sein, wie viele Arbeiten ihr reintun müsst und ob das Ganze original oder digital eingereicht werden soll. Bei manchen Unis auch beides. Durch Corona wird halt digital ein bisschen präsenter. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass man die Frist einhalten muss, weil sonst ist man halt einfach raus. So merkwürdig das auch klingt, aber eure Kunstmappe soll zeigen, wer ihr seid. Also ihr habt ja nur diesen einen Versuch und deswegen präsentiert ihr alles von euch irgendwie oder zumindest eure gesamte Kunstpersönlichkeit mit dieser Mappe. Es geht darum zu zeigen, was du kannst, was du magst, wofür du brennst und wer du bist. Die Menschen, die deine Mappe bewerten, sehen nur das und schließen daraus auf dich. Also sieht man an der Mappe, was das für eine Art Mensch ist, wie dieser Mensch arbeitet. Und das ist eigentlich, finde ich, immer super interessant. Ich war selber bei ein paar Mappenberatungen dabei zum Zusehen und man konnte echt schon richtig interessante Charaktere daraus lesen. Damit man jetzt aber den Charakter rauslesen kann aus einer Mappe und damit man eine Mappe richtig bewerten kann, müsst ihr natürlich auch zeigen, was ihr könnt. Ein Dozent bewertet nur das, was er sieht. Dementsprechend musst du auch alles zeigen, was du hast, beziehungsweise alles zeigen, was du geben möchtest und was du sehen möchtest. Es bringt dir nichts, wenn du zu Hause total viele unterschiedliche, tolle Arbeiten hast und vielleicht im Endeffekt nur richtig wenig präsentiert hast, weil die vielleicht optisch ganz gut zusammenpassen. Also ich würde immer eine etwas chaotischere Mappe, die halt viele unterschiedliche Dinge präsentiert, einer gut geordneten, strengen Mappe vorziehen. Zeigt also alles, was ihr könnt und nehmt so viel Variation rein wie möglich. Und dazu gehört auch, habt keine Angst vor großen Formaten. Dazu einmal ganz kurz, A4 ist nicht groß, A3 ist nicht groß, auch noch A2 ist nicht groß. Also A2 ist vielleicht für ein Porträt oder für eine Zeichnung schon etwas größer, aber traut euch wirklich, zeichnet auch mal größer, malt auch mal größer. Es macht wirklich einen Unterschied. Wenn das Ganze von der Größe nicht mit reinpasst, dann macht ihr einfach ein Foto davon, schreibt die Maße dazu und packt das Foto damit rein. Aber probiert euch wirklich aus, was Größen anbetrifft und challenget euch auch mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber falls nicht, dann erwähne ich es jetzt zum ersten Mal. Skizzenbücher werden gerne gesehen. Wenn ihr welche macht, super gut, packt die gerne mit rein. Wenn ihr Seiten habt, die ihr nicht zeigen wollt, wenn die Dozenten einfach so durchblättern sollen, dann klebt die mit Tape oder Kreppband oder Büroklammern zusammen, dass man die halt nicht aufmachen kann. Wählt aber am besten was, was eure Seiten nicht beschädigt, weil ihr die natürlich am Ende auch wieder abmachen müsst und wir wollen ja nicht, dass ihr euer ganzes Buch zerfetzt. Genauso wie Skizzenbücher sind auch unfertige Arbeiten mal völlig okay, wenn ihr die mit reinpackt. Macht vielleicht nicht die ganze Mappe voller unfertiger Arbeiten, aber vielleicht mal ein, zwei unfertige Arbeiten, eine unfertige Malerei, eine unfertige Zeichnung. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Malerei, die ich gezeigt hatte bei meinem Bewerbungsmappenvideo. Auch mal solche Arbeiten sind okay, die mit reinzunehmen, weil daran kann man natürlich euren Prozess sehen. Weil wenn immer mehr Schichten auf eine Malerei beispielsweise draufkommen, dann sieht man die unterste Schicht überhaupt nicht mehr. Also man sieht überhaupt nicht, wie ihr angefangen habt und auch sowas ist mal interessant zu sehen. Wichtig ist hierbei auch wieder, auch wenn man schön die Prozesse sehen kann, nicht die ganze Mappe aus unfertigen Arbeiten zu zeigen, sondern zeigt, was ihr könnt und tut auch fertige Arbeiten mit rein, damit man halt sieht, zu was diese Arbeiten dann im Endeffekt führen. Das erste von zwei Mini-No-Gos sind bunte Präsentationspappen. Falls ihr Fotografien habt oder kleine Zeichnungen oder so und ihr wollt die präsentieren und habt vielleicht aus der Schule gelernt, dass man die dann auf Pappe klebt und ihr habt nichts Besseres zu Hause und nehmt bunte Pappe, lasst es sein. Ihr müsst keine Präsentationspappen verwenden, es sei denn, sie gehören zu eurer Präsentation dazu. Besonders bunte Pappen lenken halt schnell ab und verfälschen eure Arbeit. Wenn ihr also sagt, das muss rein, dann tut es rein, wenn nicht, lasst es bleiben. Das zweite No-Go sind Pinterest-Wände. Also wenn ihr einfach 1:1 die ganze Pinterest-Wand abzeichnet und kopiert auf am besten noch A4, werdet ihr damit nicht weit kommen. Es ist okay, sich Inspiration im Internet zu suchen, aber es wird auch eigene Kunst gefordert. Also eigene Kunst im Sinne von, geht mal nach draußen, zeichnet was draußen oder malt was draußen, macht Kunst, die mit euch in Verbindung steht und nicht nur mit dem Internet.
Also sucht euch auch eigene Motive. Das ist das, was unter eigener Arbeit verstanden wird. Zeichnet vielleicht auch mal Freunde ab, fragt sie oder stellt euch vor den Spiegel, zeichnet Selbstporträts oder beschäftigt euch selber mit euch selber, mit eurem Körper, mit anderen und findet einfach eigene Motive, die nicht nur aus dem Internet raus sind. Mein letzter Tipp ist, nehmt auf jeden Fall die Mappenberatung eurer Hochschule in Anspruch, wenn es eine gibt, und ich denke, jede Hochschule hat eine. Dabei stellt ihr eure Arbeiten einfach im kleineren Rahmen vor, und es sagt schon mal im besten Fall auch ein Dozent was dazu. Ihr bekommt schon mal Tipps, die ihr auf eurer Mappe anwenden könnt. Ihr werdet wahrscheinlich viel Kritik bekommen, das ist da üblich, also seid auf jeden Fall kritikfähig. Aber nehmt das auch als guten Ratschlag an, setzt die Kritik vor allem um. Die Termine werden meistens über Instagram oder deren Webseiten bekannt gegeben und seid da einfach schnell, weil die sind gerne schnell ausgebucht. Und man kann auch ohne Mappe oder mit unvollständiger Mappe dahin gehen und sich das Ganze anschauen und einfach Tipps für sich selber sammeln. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, eine Mappenerstellung ist keine Raketenwissenschaft. Also macht es einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Keiner hat irgendwie eine Ahnung, wenn er da rangeht. Nehmt die Hilfe in Anspruch, die es gibt. Geht zu den Mappenberatungen und steckt einfach eure Seele in diese Mappe rein. Also zeigt, was ihr könnt. Und wenn ihr damit zufrieden seid, dann ist das schon mal verdammt viel wert. Und jetzt wünsche ich euch viel Glück.